Herzlich willkommen beim Hilton Talk, Dr. Stefan Lermer. Ganz herzlichen Dank. Bitte schön. Ja, die Zeit hat mich eingeholt. Uns alle. Aber die Zeit, lieber Dr. Lermer, wird immer knapper. Können wir über die Zeit eigentlich noch verfügen? Wenn sich die Gesellschaft beschleunigt, das tut sie ja, dann kann ich doch persönlich individuell nicht langsamer werden. Wie geht das? Wir sind wieder mal Pioniere, denke ich. Wir waren das damals, als das Feuer entdeckt wurde, als das Rad erfunden wurde, als der Computer erfunden wurde, immer, oder als das Auto eingeführt wurde, immer waren wir da besonders gefragt als Pioniere. Ich denke, evolutionär haben wir zwei widersprüchliche Programme in uns. Einmal die Konstanz, dass sie morgen dasselbe sind wie gestern, und tatsächlich aber auch die Wandlungsfähigkeit. Was widerspricht sich eigentlich? Und bei solchen Sprüngen, wie im Augenblick, sind wir als Pionier gefragt. Das heißt, die Evolution muss in Betracht gezogen werden. Einmal hemmen uns Programme vielleicht wie früher, die nicht mehr zeitgemäß sind. Dann gibt es Programme, die wir berücksichtigen sollten, die vielleicht emphasieren oder streichen sollten, weil sie klug und dauerhaft sind oder zeitlos sind. Und dann sozusagen wie Plus, Minus, Null. Und das Null oder auch Fragezeichen ist das Neue. Das ist immer ganz am Anfang, dass wir da sagen, okay, die Fachleute sprechen von der Dromokratie, das ist die Macht der Geschwindigkeit, von der Infokratie, die uns bestimmt, die Macht der Informationsfülle, Überfülle. Und diese ganzen Herausforderungen, auch von der Verdichtung haben wir gehört, von der Arbeitsverdichtung, dass also wer bis vor ein paar Jahren hat man gesagt, viele haben keine Arbeit und wer Arbeit hat, der hat zu viel. Also der hat dann zu viel, aber kommt man nicht mehr zurecht. Und da müssen wir einfach drüber sprechen. Und ich bin ja Gott froh, dass ich habe ja in den 80er Jahren im Bayerischen Rundfunk schon Sendungen gemacht, Auftragssendungen Bayern 2 Radio, wo ich 7 Sendungen würde ich nicht machen zum Thema Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, die Scheidungen zu vollziehen, kam nicht rüber, war zu früh. Und heute, denke ich, ist Gott sei Dank auch über solche Modebegriffe, die vielleicht etwas kritisch zu betrachten sind, wie Burnout und Boreout und so weiter, aber dadurch ist es etwas enttabuisiert, dass wir darüber sprechen können. Es hat also nicht mehr dieses Geschmäckle, den Ugu, dass wir alle verrückt sind, wenn man, sondern auch, ich war auch sehr beeindruckt von diesem Film, den Prominenten, dass die sich auch outen und sagen, das habe ich. Und da denke ich, müssen wir heute einfach das aktualisieren, thematisieren. Ein Satz noch, wir kennen alle den Spruch vom Charles Darwin, Survival of the fittest. Überleben werden die fittesten. Stärksten, sagen die meisten. Ja? So wird es interpretiert. Und es heißt aber, to fit, fitting heißt auch angepasst sein. Also möglicherweise zur Lage gehöre ich, dass die Menschen dann letztlich sagen, ohne einen Burnout überleben werden, auch lang leben werden, die einfach sagen, was ich heute sein muss, ist besonders flexibel, wandlungsfähig, sozusagen fitting, survival of the fittest, die werden gut überleben, die sich anpassen können an die heutigen Gegebenheiten. Heißt nicht unbedingt, jetzt Opfer zu werden und dann klein beizugeben, sondern eben auch, wie Sie vorhin sagten, Nein sagen können und das Pendant zum Nein sagen fordern können und dann einfach zu sagen, wir haben einmal jetzt das Los der Multioptionalität verbunden, also dass alles möglich ist, verbunden mit dem Optimierungsdrang. Wenn ich da in die Falle gehe, bin ich verloren. Wenn ich aber sage, ich gehe da einen Schritt zurück, dass ich morgen zum Beispiel erkenne, dass der Computer, den ich heute gekauft habe, morgen 10% günstiger ist oder das Handy ist übermorgen schon veraltet, wenn ich damit gut leben kann, bin ich einen Schritt weiter. Wir suchen ja alle sozusagen den Ausweg aus dem Dilemma dieses rasenden Stillstandes. Ja, ein schönes Wort, das haben wir von Ihnen gelesen, gelernt. Ja. Rasender Stillstand. Wie ist da die Lösung? Da gibt es keine einmalige Lösung. Ich denke, dass jeder Mensch, so wie er, jeder zum Beispiel ist ja Experte, wenn es um seinen Geschmack geht, was er gerne isst, was er trinkt. Und da gibt es noch so viele Fachleute, wenn er sagt, nee, mir schmeckt es halt so und wenn es auch noch gesund ist, ist es perfekt. Und so sehe ich den lieben Gott gerne wie einen Zoodirektor oder dass wir unsere Menschen betrachten sollten wie Elemente einer Bauernwiese. Jeder ist anders, eines als Distelglück, der andere muss eine Rose sein und dann ist einfach eine Hecke mit Freunden zusammen. Und jeder ist auf seine Weise glücklich und braucht sozusagen genau das, damit es passt, das Fitting wieder. Ja, aber wie wirkt sich denn letztendlich dieses Gehetztsein? Wir sind ja auch alle Opfer der Hetze und ständig müssen wir effizient arbeiten. Wie wirkt sich diese Arbeitsweise, so wie wir heute arbeiten, auf unsere Seele aus?
Das ist eigentlich ein Begriff Seele, da wird so wenig drüber gesprochen, aber wir haben doch eine Seele. Was wir zu stark in unsere Kultur vergessen, ist die Angst. Die Angst, ja. Die uns... Angst, Essen, Seelen auch. Ja, die Angst ist ja erstmal ein Wahnsinnsprogramm, dass wir das Überleben sichern. Es geht aber dann um die neurotischen Ängste, die sich überhaupt nicht in Form von Angst zeigen, sondern wie bei einer Art Eisbergspitze sehen wir die Symptome. Und mit der Angst verbunden ist die Lust daran, die Verantwortung für die eigene Lebensführung zu delegieren, zu übergeben, abzugeben. Dass man sagen kann, also dass man Lust hat zu sagen, ich kann nicht so, wie ich will, ich muss ja. Also die Lust am Müssen ist im Deutschen sind wir ja so gelagert, dass das Wort Verantwortung sehr nah an der Schuld angesiedelt ist. Sobald jemand was initiiert, ist es toll, endlich macht mal einer was. Komm, geht es schief, was ist denn los bei euch? Der ist schuld. Ja? Ja. Drum macht auch kaum jemand was, wer keine Schuld sein möchte. Wer viel macht, macht viel Fehler. Also macht keiner was. Genau. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich zum Beispiel Leute, die am Wochenende die Schwiegereltern nicht besuchen möchte, habe ich, wenn ich ein Feigling bin, nur zwei Ausreden. Ich muss arbeiten oder ich bin krank. Ja. Wenn ich aber sage, ich bin lieber allein auf dem Berg, weil ich einen Burnout vorbeugen möchte, dann ist dann eine ungespitzte Sonne und es tut mir einfach gut. Dann heißt, magst du uns nicht mehr, ist was los, was ist ein bisschen so komisch. Ja? Also da müssen wir, glaube ich, schon diplomatischer werden und lernen zu sagen, Verantwortungsübernahme ist auf Dauer die einzige Lösung. Das Abgeben von Verantwortung, von Entscheidung an die Umstände, an die Lust sagen zu können, ich muss ja, ich kann nicht, wie ich will, macht uns zum Opfer und ist das Gegenteil von dem, was wir sein wollen, nämlich der Gestalter. Ja, also wie schafft man es trotz dieses zunehmenden Zeitdruckes, dem Effizienzdenken, was wir haben, zu widerstehen? Wie schaffen wir das? Ja, gerade nicht widerstehen, sondern dass wir uns sagen, was beklage ich? So, und ja. Nein, das ist erstmal der erste Schritt. Und dann, was ich beklage, ist sozusagen die Deskription, die Beschreibung der Opferposition, die ich habe. Das sage ich, möchte aber an sich nicht Opfer, sondern möchte der Gegenteil, das ist nicht der Täter, sondern Gestalter sein. Was definiert mich da? Und dann schaue ich aufs positive Pendant. Statt gehetzt sein, möchte ich entspannt sein, gelassen sein. Statt, indem ich loslasse, werde ich auch gelassen. Nochmal viel mit Worten spielen. Mit Worten spielen, dass ich als Mensch wohne in Gewohnheiten. Also ich möchte die alte Gewohnheit abbauen und gleich aber alternative neue Gewohnheit etablieren. Und wenn wir das dann gemeinsam besprechen und sagen, als Pionier sind wir Anfänger, Anfänger dürfen Fehler machen, also machen wir erstmal ein Brainstorming, was wäre denn möglich? Da schauen wir zu den Altvorderen, was ganz früh normal war oder üblich war, die Jahreszeiten berücksichtigen. Dann zum Beispiel nach nach mal innehalten und feiern. Ich habe mal, also meine ältesten Coaching-Klienten waren 86 Jahre alt, eine Art Depressionen gehabt und der andere kam wegen seiner Kinder. Und so sagte er, das war ein sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen, der 6 Kinder auf einen wirklich erfolgreichen Weg gebracht hatte. Und er sagte, ich bedauere das zu sehr, dass es mir nicht gelungen ist, den Stil, den ich hatte, zu tradieren als Tradition. Der hat ganz früher Südamerika und Kuba Öle und Gewürze eingeschifft. Wenn dann das so richtig große Ladung ankam, kam meistens auch der Unternehmer aus Kuba mit, weil es war ein Erlebnis. Und alles kam heil an, war immer damals ein großes Abenteuer. Die Ladung wurde gelöscht, war alles sauber, gutes Geschäft gemacht, Win-Win. Dann haben die sich für den Tag zurückgezogen ins Herrenzimmer. Da wurde Whisky getrunken und geraucht, die ganze Havana, ist alles noch erlaubt und möglich. Und da wurde philosophiert. Und da hat man dann erstmal sich gefeiert, dass es gelungen ist und hat dem lieben Gott gedankt, dass kein Sturm aufkam und hat vielleicht ein neues Geschäft eingefädelt. Und er sagte, keins meiner Kinder kann das. Die machen ein Pitching, der eine auf der Werbeagentur, die anderen machen ein Richtfest als Baumensch. Und wenn das dann vorbei ist, dann gehen sie zum nächsten über. Ja? Das heißt nicht, dass sie den Tag sagen, das haben wir für heute an sich genug erlebt, lass uns den Tag zelebrieren, wie früher das ursprüngliche Erntedankfest. Oder wenn sie sagen, dass sie Pausen gemacht haben und sagen, es reicht für heute, das genieße ich jetzt, falls meine Kinder nach Hause. Das wäre psychohygienisch insofern sehr klug, weil es unserer Natur entsprechen würde. Ja. Es gibt, vielleicht kennen Sie das, beim Schloss Nymphenburg gibt es ein Museum, das heißt Museum für Mensch und Natur. Eine gute Einrichtung, ein falscher Begriff. Warum? Weil es wieder trennt
Mensch und Natur. Und sobald ich aber verinnerliche, dass ich als Mensch ein Natur. Teil der Natur bin, ja, kann ich ja vieles von den Pflanzen und von den Tieren übernehmen, den Rhythmus, auch die Ruhe, gezwungenermaßen Ruhezeit. Viele meiner Klienten würden nicht schlafen, wenn sie nicht schlafen müssten. Die würden ökonomisch noch aktiv sein, weil der Markt uns diktiert. Also sie müssen aber schlafen, bedauern das, aber das hält sie am Leben. Wir haben ein tolles Zitat von Ihnen im Internet gefunden, als wir über Ihre Person natürlich auch noch ein bisschen recherchiert haben. Es lautet, nicht Unglück ist das Gegenteil von Glück. Langeweile ist das kleine, das große Unglück ist die Depression. Können Sie dazu noch was sagen? Ja, erstmal bei der Glücksforschung differenzieren wir drei Begriffe. Einmal das Glück haben im Sinne von Lottogewinn zum Beispiel oder als zweites Glück haben im Sinne Unglück vermieden haben, wenn eben der Pfeil mich nicht getroffen hat. Worauf wir raus wollen, ist das Glücklichsein. Also nicht Luck, sondern Happiness. Es gibt sogar die Happyologie als Glücksforschung. Und da kann man sagen, es gibt Gegenteile, weil die Menschen sind ja Kontrastwesen und schätzen etwas mehr, wenn wir das Gegenteil auch kennen. Und das kleine Gegenteil von Glück ist die Langeweile, wenn wir also sozusagen unterfordert sind, wenn wir nicht wissen, wo wir, welche Vision wir haben, wohin wir streben, wie wir unsere Energien einsetzen können. Viktor Frankl sprach ja davon, dass wir im Leben nicht den Sinn suchen sollen, sondern dem Leben Sinn geben sollen. Und wenn wir das also nicht gefunden haben, dann ist es boring, es ist langweilig. So ist es. Und wenn es aber sozusagen zu sehr fehlt und wenn wir einfach keine Möglichkeit haben zum Glück, dann kann es dann, dass Depression auftritt. Also Glück und Depression kann man als Polaritäten sehen. Es gibt auch eine Stimme, die eine Sichtweise, dass man die Depression definiert als die natürliche Reaktion einer gesunden Psyche auf Verlust. Und so könnte auch die Burnout definiert werden als, wie das vorhin angeklungen ist, die natürliche Reaktion einer gesunden Psyche auf konstante und wiederholte Überforderung. Ein Selbstschutz? Ja, genau. Und darum sind Frauen auch häufiger betroffen, meiner Idee nach, weil sie nicht gelernt haben, den roten Bereich, den wir vom Drehzahlmesser kennen, zu berücksichtigen. Ja. Frauen waren in den letzten Hunderttausenden von Jahren stets beauftragt, konstante Tätigkeiten zu machen. Männer wurden trainiert, Spitzenleistungen zu liefern. Ein Schuss, ein Tor oder Killen oder Jagd, zack. Mit dem Orgasmus verwandt. Mein Mann hat einen Spitzenorgasmus, die Frau hat oft so einen fließenden Orgasmus. Das heißt, Frauen waren trainiert, fließende Tätigkeiten zu machen. Die haben genäht oder die Kinder gepflegt, die Alten gepflegt, gekocht. Das Caring war das für Frauen los. Und plötzlich müssen sie aber Spitzenleistungen liefern. Durch ist zum Beispiel sofort die Herzinfarktrate hochgestiegen, auch die Lungenkrebsrate. So dass also die Frauen dann nicht trainiert. Ein Mann kann eher sagen, jetzt reicht es mir, jetzt glanzt mir. Puh, ja. Wenn ich das weitermache, ich habe zum Beispiel einen Chefarzt im Kreiskrankenhaus gecoacht, also wenn ich jetzt so weitermache als Kardiologe, bin ich in 5 Jahren mein eigener Patient. Dann haben wir ihn runtergefahren von 12 auf 6 Stunden Präsenz in der Klinik. Okay. Delegieren ist das ja angesagt. Okay. Aber noch ein Wort zu Ihrer Frage. Einige kennen vielleicht von Ihnen das Buch Das Flow-Erlebnis. Da gibt es einen in Chicago lehrenden ungarischen Glücksforscher, der Mihai Csikszentmihalyi. Man nennt ihn nur Csik auf dem Kongress, um das sich zu ersparen, den Ausdruck. Ist ein ganz akribischer Forscher, der hat vor 15 Jahren ein Buch gemacht, das Flow-Erlebnis. Er sagt, wenn wir eben optimal herausgefordert sind und das Selye, der das auch in Ungarn, der den Begriff Stress geprägt hat, der sagt ja, Stress ist eigentlich das Maß für die optimale Belastung eines Elements oder eines Systems. Wenn es zu viel ist, dann sprechen wir von Distress, was meistens jetzt als Stress bezeichnet wird. Wenn es zu wenig ist, ist es auch Distress. Und wenn es optimal ist, ist es der Eustress. Also Distress ist immer zu viel oder zu wenig. Eustress ist diese Herausforderung. Da hat dann der Csikszentmihalyi mit dem Flow-Erlebnis, er hat dann gezielt Berufsgruppen untersucht, wie Chirurgen, Berufstänzer, Berufsbergsteiger, Berufsschachspieler,
wo man vermuten kann, dass es stimmt. Und er hat herausgefunden, dass, wenn die wirklich prädestiniert sind, dass sie ihre Berufung gefunden haben, diesen Beruf, dass sie angeben, dass sie selbst vergessen, aufgehen im Tun, in der Tätigkeit. Ja. Was wir meist beim Hobby nur erleben oder im Sport, in der die Begeisterung, dass wir rote Ohren bekommen und Glanzäugler und die Zeit vergessen und nicht das Gefühl haben, dass wir arbeiten. Im Hobby, da investieren wir ja Geld und Zeit für etwas, was uns nichts bringt, außer Freude und dieses Gefühl, angekommen zu sein. Einfach, und das ist der Flow, was man eben ab und zu erreichen kann. Mhm. Das aber immer berücksichtigen, dass das Maß der Herausforderung und Stress kann sozusagen, wenn es optimal dosiert ist, sogar förderlich sein. Jetzt sagen Sie uns ein wenig, wie helfen Sie Ihren Patienten, wenn sie mit einem Burnout-Syndrom zu Ihnen kommen? Wie gehen Sie vor? In der ambulanten Psychotherapie gibt es einen Spruch, das heißt, dass jeder Klient, jeder Patient eigentlich seine maßgeschneiderte Psychotherapie bräuchte. Jeder hat ein andere Persönlichkeit, eine andere Herkunft. Allein zum Beispiel die Position der Geschwisterreihe finde ich gigantisch interessant. Es gibt tolle Bücher darüber, ob sie Erstgeborener sind, Letztgeborener, Sandwichkind. Die Erstgeborenen werden nachweislich konservativere Berufe ergreifen. Letztgeborene werden wahrscheinlich eher sowas wie fahrendes Volk wie wir, so, also Psychologen, Journalisten, Medienleute. Die Sandwich-Kinder sind am ehesten psychotherapiebedürftig, weil sie keine deutliche Rolle haben. Sind nicht die vernünftigen Alten und nicht die quirligen Kleinen. Und der Jüngste wurde auch nie vom Thron gestoßen. Also zum Beispiel da berücksichtige ich gerne, aus welcher Familie kommt Deutsch, dann ist viel gesprochen worden zu Hause oder hat man es alleine mit sich ausgemacht, dann ist er schon belesen. Ist er sozusagen schon ein fortgebildeter Klient oder ist er ein Anfänger? Was ich auch gerne mache, ist, dass ich gerade beim Coaching die Profession des Klienten mit einbaue. Kommt ein Mann mit 46 Jahren zum Coaching, er ist Architekt. Da sage ich ihm, bitte klären Sie mich auf, ist denn ein Gebäude mit 46 schon ein Altbau? Er sagt, ja, in der heutigen Zeit schon. Das heißt, wissen Sie, in der Psychologie, inzwischen ist man dynamischer geworden, dass man den Fluss oder das Boot so als Symbol für Lebenslaufforschung nimmt. Aber früher hat man an sich zwei klassische Symbole genommen. Das war der Baum oder das Haus. Geduldshaus, ja. Persönlichkeitsgebäude, sagt man ja auch. So, jetzt machen wir doch mal Folgendes, dass wir Ihr 46 Jahre altes Persönlichkeitsgebäude renovieren. Jetzt klären Sie mich bitte auf, jetzt plötzlich wusste er viel mehr als ich, wie man da vorgeht. Ja, erstmal die Leute alle raus, dass man da also ein Energiekonzept machen kann. Aha, Energiekonzept. Energiefresser, Energiequellen, muss ich in die Waage halten. Dann ein Statikkonzept. Dann die wichtigsten, die teuersten Geschichten, die meistens die Fundamente. Ah ja, Fundament, wo stammt er denn her? Wie ist stabil, ist er denn gesettelt, ist er denn etabliert in der Lebensführung, in der Gesellschaft, in der Familie, im Freundeskreis. Dann das Dach. Also Belastungen da sind, wenn der Schnee kommt. Und dann machen wir Energiekonzept insbesondere, dann machen wir Umbauten, dass er vielleicht sagt, ja, jetzt braucht man größere Räume, aber weniger Zimmer, weil die Kinder aus dem Haus sind. Und dann wird also natürlich neue Heizung eingebaut, neueste Technik genutzt. Und dann wird die Fassade schön gemacht. Und am Ende wird gefeiert, dass alle Freunde eingeladen werden, aber nur die man reinholen möchte, nicht die man reinholen muss. Und das ist natürlich seine Augenhöhe, eine grandiose Arbeit, wo er nicht behandelt wird, sondern wir arbeiten gemeinsam seine Persönlichkeit, indem wir sie optimieren, aber auch das dosiert und dann nur einmal in der Woche oder zweimal die Woche höchstens, dass es aber die Zeit zum Verarbeiten hat. Auch ein menschenfreundlicher Weg, der Zugang zum Patienten so zu finden. Erstaunlicherweise, die Klienten kommen dann und sagen, das Gespräch hält meistens so 3,5 Tage an und dann, man spricht in der Psychologie von dem Milieu, also nicht das Milieu, sondern das Milieu, das man da einholt zu Hause, das Umfeld, die Gewohnheiten. Wenn die Menschen als Paar zu mir kommen, dann gehen die raus und sind sich gegenseitig Co-Coach und erinnern sich an das Gespräch. Das ist nicht so. Aber da ist sozusagen vom Rhythmus her entweder einmal die Woche ideal, weil wir einen Wochenrhythmus internalisiert haben, Spiegel oder Zeit, also Wochenende, zack, alles wöchentlich, oder eben von der Haltbarkeit, Nachhaltigkeit, zweimal die Woche. Es zählen tut immer dann der Erfolg letztlich. Ja. Welche Tipps geben Sie zur Burnout-Vermeidung? Keine Tipps, sondern eher Strategien. Oder Strategien? Das ist einmal eine Einstellungsänderung, Attitude Change. Ich bin konfrontiert worden mit der Thematik, bereits bevor ich die erste Praxis aufgemacht habe. Wir gestartet in Regensburg mit zwei Kollegen 1978. Und ein Jahr vorher bekam ich von einem meiner Lehrer aus Bad Herrenalb, damals noch eine Postkarte,
Und die Vornamen, weil das auch noch offen, da kommt man das auch vom Schreiben, sagt er, du machst mir nicht nach. Ich bin jetzt in der psychosomatischen Klinik als Patient gelandet. Also das Wort Burnout war mir noch nicht geläufig damals, ihm glaube ich auch nicht. Er hat psychosomatische Symptome entwickelt, die er natürlich erkannt hat als Experte. Und dann habe ich beschlossen, dass ich nur 2 bis 3 Tage Praxis mache pro Woche. Und das ist für mich persönlich zum Beispiel ideal. Ich habe einen Coaching-Klienten, der hat ein Unternehmen mit 50 Leuten, der hat unter den 8 Stunden gelitten, der macht nur 3 Stunden Präsenz und sonst geht er in die Berge und ist ja immer erreichbar. Und ich habe einen, der von sich aus sagt, ich gehe gar nicht mehr in die Firma rein. Meine Mannschaft ist so gut, wenn ich reinkomme, das störe ich nur. Ja? Das sind die plötzlich schauen, die wie der Chef schaut. Das finde ich ein gutes Ziel. Es lässt nicht mehr. Und nach dem, Sie da kennen müssen das, wir alle hinkommen. Sie kennen das Motto Management by Exception. Ja. Also bei Ausnahme, da ruft man den Chef an. Und wenn morgen der Bürgermeister kommt, da kommt er halt selber und sagt, Bürgermeister will nicht vom Schmidtchen beraten werden, sondern vom Schmidt. Da ist man dann schon da. Ja. Also einmal diese Einstellung, wie möchte ich es handhaben, hat viel zu tun mit Zeit, nicht Zeitmanagement, sondern Zeitkompetenz. Ich sage, was ist für mich für einen Rhythmus optimal in der augenblicklichen Lebensphase? Und wie kann ich mich in puncto Zeitkompetenzgestaltung noch optimieren? Wie kann ich es lernen? Pausen einhalten? Zum Beispiel habe ich eine CD gemacht, die heißt Power Relax. Ich bin da angeregt worden von Japanern, die eben Power Napping empfohlen haben, mittags zu schlafen. Nachdem das kommt bei uns garantiert nie rüber, schlafen darfst du nicht bei uns. Aber Power Relax könnte sein. 20 Minuten ganz gezielt, weil die Forschung sagt, wenn wir uns nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr 20 Minuten zurückziehen zum autogenen Training oder zum Entspannen, hat das den größten Erholungseffekt. Und wie gesagt, also neben der Einstellungsänderung eben noch einige auf der Verhaltensebene, auf der operativen Ebene ein paar Psychostrategien, wie gerade zum Beispiel das altehrwürdige autogene Training, eine Technik, die jeder lernen kann, die keine Nebenwirkungen hat, wo man also wirklich lernen kann, sich gezielt zu entspannen. Wir können uns alle auf dem Kontinuum, wenn wir uns aufregen wollen, brauchen wir nur irgendeinen Reiznamen vom letzten Prozess denken, vom letzten Streit lernen, da können wir uns auf Knopfdruck bei diesem allergisierten Namen aufregen. Wir können uns aber nicht auf Knopfdruck runterfahren. Das kann man eben dann, um das Kontinuum in die Richtung zu erweitern, tatsächlich lernen mit Entspannungstrainings. Yoga, autogenes Training oder andere. Und wenn man das dann kombiniert und praktiziert, dann kann man nicht nur lernen, sich zu entspannen, sondern es ist auch eine Art Konzentrationsübung. Dass man auch diese Selbstachtsamkeit, die Sie beide genannt haben, ist mir aufgefallen, wirklich auch praktiziert und das Gefühl hat, ich liebe das Wort Self-Efficacy auf Deutsch, Selbstwirksamkeit. Also ich kann was gestalten, ich bin nicht abhängiges Opfer der Umstände, sondern ich kann gestalterisch einwirken. Ich bin überhaupt ein Freund von dem ganzen Selbstpalette, Selbstwertgefühl, Selbstfürsorge, sagten Sie auch, Selbstwertbewusstsein. Also das kann man jetzt wirklich ausweiten, die ganze Selbstpalette, aber wirklich bezogen darauf, wie Jesus das sagte, die Bibel ist ab und zu ein großer Fundus für Psychologie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Erstmal musst du dir selber anfangen, wenn du im Plus bist, das ist erstaunlich, das klingt jetzt erstmal egoistisch. Aber wenn wir anschauen, wie Menschen ticken, dann sind ganz kleine Kinder bereits sehr sozial. Die wollen geben. Und bis zu den ganz Großen, wenn man den Warren Buffett anschaut oder Bill Gates anschaut oder Branson, die spenden da Milliarden, wenn sie da Freude dran haben. Und jeder gesunde Mensch, wenn er etwas Tolles entdeckt hat oder hat ein Lotto gewonnen oder hat einen beruflichen Erfolg, wird er teilen. Seine Freunde, es hat eingeladen, es hat hingehauen. Ja? Und nur dann macht es ja Spaß. Und das sagt die Glücksforschung, wenn man das mal aufspreizt, was alles glücklich macht. Neben der Selbsterkenntnis gleich sofort als Hauptstrategie andere glücklich machen. Also andere glücklich machen ist zu sagen, die Faustregel, okay, wenn man glücklich werden möchte. Ja, absolut, absolut. Also nur, erst geben, dann ja, nehmen. Die größte Genugtuung im Leben ist ja, wenn man anderen eine Freude macht. Nicht? Dann freut man sich ja auch am meisten. Da sehen wir vielleicht den Amerikanern ein bisschen voraus. Wenn sie eingeben auf Google Take and Give, bekommen Sie 10-mal so viele Ergebnisse, als wenn Sie eingeben, give and take. In den deutschsprachigen ist es umgekehrt. Ja, interessant. Da sind wir offenbar noch geerdet mit einer ganz ursprünglichen, gesunden Kulturtradition, wo wir wissen, allein Onkel Dagobert ist Quatsch. Ja?
neben der andere glücklich machen, sind der Glücksfällen Freunde, Partnerschaft, hat alles zu tun mit Geben. Ja. Und das fängt mit dem Lächeln an. Sobald ich jetzt lächle, bekomme ich mehrere Lächeln zurück. Also der beste Invest, das es gibt. Schenkst du Liebe, bekommst du Liebe auch zurück. Schenkst du Hass. Sie haben vorhin auch den Spruch des Technikus angesprochen vom Erich Fromm, der gesunde Egoismus. Richtig. Hat Erich Fromm kreiert eine Form von Egoismus, die nicht auf Kosten anderer geht, die über meine Möglichkeiten ausreizt. Mhm. Und so kann man auch die Vögel sehen auf der Hochspannungsleitung, die haben so viel Platz, nehmen die sich, wie es geht, und für alle ist immer Platz genug. Oder wenn man einen Garten zu Hause hat, weiß, wenn sie mal eine Ecke haben, wo sie nichts machen, da arrangieren sich die Pflanzen. Und zwar die kommen zusammen, die sich vertragen. Jeder hat so seinen Platz und es geht irgendwie, die Österreicher sagen, es geht sich irgendwie aus. Ja. Es geht schon aus. Es ist so schön. Ich habe mich gerade an meinen alten Herrn erinnert, der niedergelassene Allgemeinmediziner im Ruhrgebiet war. Und der hat jeden Mittag seinen Mittagsschlaf gemacht. Ich habe gehört, Konrad Adenauer hat das auch gemacht. Er wurde ja in hohem Alter erst unser Kanzler. Mein Vater hat das gemacht, er hat die FAZ noch ein bisschen gelesen und hat dann etwa eine Dreiviertelstunde geruht. Ich habe meinen Vater, wie man heute sagt, nie schlecht drauf erlebt. Der war immer gut drauf, immer positiv eingestellt und das kam natürlich seinen Patienten auch zugute. Ja, bitte. Das ist ungefähr 10 Jahre her, da hat das Rechts der Isar mir einen Patienten geschickt, einen Zahnarzt, bei dem hat man bei einer Routineuntersuchung einen Nierenkrebs entdeckt, man hat die Niere entnommen und hat dann damals schon gesagt, das muss im psychosomatisch sein oder kann auch ein Psychofaktor sein. Sie gehen mal zum Dr. Lermer, machen Psychotherapie. Der kam dann, hat ähnlich wie der andere, hat mit anderen Worten gesagt, Psyche habe ich nicht. Also er hat es nicht elegant ausgedrückt. Er hat gesagt, also ich habe keine Ahnung von Psychotherapie, was machen wir jetzt mit mir? Ja. Dann habe ich ihn erstmal. Und dann kam, das ist also, der hat mir gerade letzte Woche noch jemanden geschickt, nach langer, langer Zeit. Weil der richtig gut geworden ist. Und der hat unter anderem den Mut aufgebracht zu sagen, okay, ich nehme das ernst. Und der hat dann mittags eine halbe Stunde geruht in der Praxis, autogenes Training gemacht und einfach den Tag halbiert in 2 Hälften. Dadurch war es nicht mehr so ein großer Bogen, wo er durchbohren muss, sondern es waren 2 Hälften, die überschaubar sind. Dadurch war es portioniert. Und das ist auch wichtig, wenn wir so Teilziele, Teilerfolge feiern. Wir sagten Erntedankfest, ja, aber ruhig auch den Feierabend genießen, das Wochenende genießen und sagen, Mensch, das haben wir verdient und wenn wir es verdient haben, feiern wir auch gleich viel mehr, viel lieber, als wenn es geschenkt worden wäre. So, Mensch, das haben wir uns geleistet, jetzt ist sozusagen als Gegenstück zur Leistungserbringung auch die Erholung angesagt. Wir kennen das ja auch, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Dafür muss man aber auch viel tun. Und man kann auch scheitern, logischerweise. Vielleicht hat man auch die falschen Leitbilder. Was sind nach Ihrer Meinung die Leitbilder, die wir heute brauchen? Authentische Leute, die den Mut haben, sich zu bekennen zu ihrem Werdegang, zu ihrer Wandlung. Ich bin ein großer Freund der Dialektik. Dass die These, die sie früher gelebt haben, dann durchbrochen wurde durch die Antithese, da waren sie im Graben, und sagen dann, ich möchte nicht zurück zu dieser These, die mich krank gemacht hat, sondern ich möchte dann als Synthese wirklich deutlich höher rauf. Und meistens geht es nicht ohne diese Antithese. Meistens braucht es einen Schuss vom Buch oder in gewisser Weise, vielleicht geht es auch in Form von Delegation, dass sie stellvertretend stehen für andere. Nehmen wir diesen armen Kochbuben, der da bei Gottschalk verunglückt ist mit seinen Federn. Mhm. Der sollte an sich die Federn als Marketing, als Werbung für seinen Freund transportieren. Mhm. Und viele, viele junge Menschen wären dann vielleicht verunglückt. Und er ist sozusagen ein Vorzeigeopfer und viele haben es ihm nicht nachgemacht. Und so kann es sein, dass wir eben das auch tradieren können, transferieren können, dass er sagt, Mensch, anhand der Promis oder an so kompetenten Beispielen wie Ihnen, dass es einfach nachvollziehbar ist. Er sagt, Mensch, geht mir ähnlich und die schneide mal deine Scheibe ab. Er möchte schon versuchen, das nicht auch noch den selben Fehler zu wiederholen, sondern das ist ja auch eine Evolution, dass sie sagen, da möchte ich daraus lernen, dass andere das für mich gemacht haben und gerade den Fehler mache ich nicht. Wie definieren Sie Glück? Ganz verschieden, weil die Forschungen, es gibt gerade einen amüsanten Schlenker bei der Glücksforschung, es gibt da so ein paar Experten auf der Welt, einer ist leider gerade vor 2 Jahren gestorben, mit 61, der Herr Laszlo aus Wien und seine Tochter ist in die Fußstapfen gestiegen und hat jetzt auch ein Buch gemacht, der Vater, also das große Buch über das Glück und die
Tochter hat es gerade geschrieben, fuck happiness. Also, dass der Fluch der verzweifelten Glückssuche kann unglücklich machen. Shit happens. Ja, okay, genau. Also, ich denke, dass das Glück für jeden einmalig ist, je nach Bedürfnislage. Ja. Ich persönlich definiere das Glück als den Zustand von Freiheit ohne Angst. Mhm. Also einfach angekommen sein. Bei sich selber angekommen sein. Auch bleibt bei den Freunden angekommen. Am Gipfel, das kann man leistungsorientiert sein. Okay. An dem Gipfel angekommen sein, beim Break-Even angekommen zu sein. Mhm. Im Leistungsbereich vielleicht auch wirklich auf Siegertreppchen zu stehen. Wow, habe ich mir immer vorgenommen, endlich habe ich es geschafft. Habe ich es geschafft. Ja. Das ist ein toller Stolz, gesunder Stolz. Mhm. Oder im leistungsfreien Bereich zu sagen, Mensch, ist das schön, wie meine Frau zu schweigen oder reden zu können oder zur gleichen Zeit dasselbe Lachen zu können. Mit den Kindern zu spielen. Mit den Kindern, mit den Freunden. Ja. Also einfach angekommen zu sein. Ja. Es hat was Göttliches, Gefühl zu haben, den Auftrag erfüllt zu haben. Mhm. Beim Tun, Selbstvergessen, aufgehen im Tun. Also einfach den Platz gefunden zu haben, die Aufgabe gefunden zu haben, wo man denkt, hinzugehören. Wie wenn man so einen Platz auf der Welt hat, wo man reinwächst und immer mehr dann den, Goethe sagte mal, Hochstapler können zwei Dinge nicht simulieren. Das ist Mut und Bescheidenheit. Und in die Richtung zu gehen und zu sagen, Mensch, eigentlich brauche ich gar nicht so viel, aber ich brauche den Mut, das da Nein zu sagen und das Gegenteil von Nein sagen, da fordern zu können. Kann man Glück lernen? Ja, kann man lernen. Durch klare Strategien. Beginnt bei der Selbsterkenntnis, was tut mir gut, was schadet mir. Und dann eben bewusstes Training von Aktivität, von Extraversion, Freunde gewinnen, Smalltalk, Networking, ohne es zu übertreiben. Ich denke, jeder, der mehr als drei Freunde hat, da stimmt was nicht, die Zeit haben wir doch gar nicht. Zwei, drei beste Freunde. Eine gute Partnerschaft, die muss jetzt, das wird sicher dynamisch gesehen, weil sie heute unterwegs ist, weil die Konzepte noch im unterwegs sind, die wir auf Dauer leben werden. Nicht mehr das Alte, noch nicht das Neue, sind wir voll unterwegs, was Partnerschaft betrifft. Ja. Aber dazu ist verbunden auch Dankbarkeit beispielsweise und das Ganze mit sehr viel Humor. Also ich arbeite gern mit der Abkürzung LID, wie das Lied, die liebevolle, ironische Distanz. Also ein bisschen so das Loriot-eske, ja? Ja, und sagen nicht, oder auch vom Valentin habe ich auch viel gelernt, nicht alles so ganz ernst zu nehmen, außer wenn es ernst ist. Haben wir zu viele Bedenkenträger? Oh, natürlich, ja. Klar. Ja. In meinen Vorträgen haben wir zwei Elemente. Wenn es um Glück geht, einmal habe ich dann ab und zu noch die deutsche Flagge, die vor 6 Jahren ganz populär war. Bei der WM, wo die Deutschen gezeigt haben, die haben ja Humor. Die sind ja auch stolz auf ihr Land. Drei Wochen hat es gedauert, 6 Wochen vielleicht maximal. Das ist ein Zeichen, es ist da. Es ist da, ja. Aber wie schafft man das? Und dann die zweite Übung ist dann, ich habe so einen kleinen Weltempfänger dabei, wo ich dann so einen kleinen Transistor, wo man die Antenne auszieht und einen Sender reinholt. Plötzlich ist Radio Moskau da oder Radio Oberland und Bayerische Rundfunk und so weiter. Das heißt, natürlich wissen Sie, dass die nicht da drin hocken, die Sender. Sie haben jetzt nur eingefangen. Das haben wir gemacht, die Antenne ausgefahren, um die Frequenzen reinzuholen und amplifieren, verstärken. Ähnliches mit dem Glück. Das Glück ist, so wie die Sender ist dauernd hier im Raum sind. Wir haben dauernd alle Fernsehsender und alle Handykanäle, Rundfunksender sind alle hier im Raum. Alle schon da. Bräuchte man nur einfangen und verstärken. Genauso ist das Glück auch schon dauernd da. Ja. Und suchen einen guten Landeplatz, einen Altar, wo es sich wohlfühlt und gewürdigt wird. Das haben Sie schön gesagt. Ist der Burnout vielleicht sogar evolutionär vorprogrammiert? Denken wir daran, Sie haben gerade das Handy angesprochen. Beobachten Sie am Bahnhof, am Flughafen, das Handy geht, jeder guckt drauf. Das ist doch diese Reizüberflutung, trotzdem müssen wir darauf achten. Es ist grotesk. Es ist die Frage, wo müssen wir? Ja, es ist, wir haben noch keinen verbindlichen Handyknicke. Wir machen auch keine verbindlichen Muster, was klug ist. Ja. Und wir sind da wie Gadget-Freaks, wie große Kinder und möchten das Neueste haben, sind ganz stolz drauf, möchten natürlich dazugehören. Ja. Deswegen sind wir ja alle ganz wichtig, können einen eigenen Film über YouTube der Welt offenbaren. Richtig. Das ist Narzissmus pur, ja. Und einige fallen darauf rein, einige sagen, mache ich in Form von Webinaren, das ist cool, brauche ich nicht lange einen Verlag, das ist also wirklich auch gesund, das ist gut für alle, für die, zum Beispiel wenn die Klienten zu mir kommen, die wissen deutlich mehr über mich als über den, ja. Der kommt für mich als Überraschungsgast, ja, und ich bin gläsern, ja, der weiß alles von mir. Das ist richtig. Das ist unglaublich, ja. Ich meine, umso mehr freue ich mich, dass er dann nicht überrascht sein muss und nicht geschockt ist, ja. Also, zum Schluss ganz kurz noch die Frage an Sie, wie gelingt der
Burn on. Wie gelingt das? Ja, das Gelingen ist, denke ich, das Zauberwort. Wenn wir eine Lebensführung haben, wo wir sagen, das setze ich jetzt diese von meiner zwei Begriffe, meine Bedürfnispalette, wie eine Art Farbpalette, da sehe ich, schaue ich, was Bedürfnisse mir wichtig sind. Was ich, ob ich gerne esse oder lieber gerne Marathon laufe oder ob ich gerne ein teures Auto habe oder lieber gar kein Auto habe. Bumm, was ist mir wichtig? Und dann von der Wertehierarchie, die Kinder, lieber eine Balance aus Zeit und Geld. Zum Beispiel haben wir auch den Begriff Work-Life-Balance, Work-Life-Balance, der bescheuert ist unter anderem, ähnlich wie Gehirnwäsche. Haben wir oben, Gehirnwäsche ist eine Gehirnfärbung, weil das Gehirn wäre ja sauber hinterher. Also so ist auch Work-Life-Balance bescheuert, weil ja das Gehirn, weil ja dann der Mensch in der Arbeit nicht lebt. Jetzt leben wir aber alle so viel Lebenszeit in der Arbeit, dass wir eben dann sagen, lass uns auch WLF, WLB nennen, aber dann Work-Leisure-Balance, Arbeits-Freizeit-Balance. Und wenn wir dann eben neben der Bedürfnispalette auch noch die Wertehierarchie anschauen und sagen, mir ist das wichtig. Wenn man Umfragen macht, was ist den Menschen am wichtigsten, dann kommen sie meistens auf den Wert Gesundheit. Und drüber kommt dann für die Männer als erstes das Wert Geld und für Frauen zuerst Partnerschaft und bei den Männern erst Geld und dann Partnerschaft und für die Frauen erst Partnerschaft, dann Geld. Dreht sich aber vielleicht auch gerade wieder rum. Und wenn man aber dann genau hinschaut, dann ist noch ein Wert basaler als der Wert Gesundheit, das ist der Wert Zeit. Weil auch ein kranker Mensch ist noch am Leben, aber er hat die Chance, dass er wieder überlebt und weiterlebt gesund. Also ist die Zeit an sich unser höchstes Gut. Was machen wir mit der Zeit? Wir schauen uns ein Krimi an oder Kreuzworträtsel zum Zeitvertreib. Wir vertreiben sie, wir werden es ein Feind werden. Oder um sie totzuschlagen. Okay, und wenn wir da also sagen, Wertehierarchie, da ist mir klar, dass ich diese Zeit würdigen möchte, die ich noch habe. Ein Freund von mir ist gerade 60 geworden und sagt, der Mensch, jetzt haben wir noch 15 Sommer, 15 Saison haben wir noch, wo wir einfach, ohne dass es knirscht, Freude haben. Also 15 Sommer haben wir noch. Und wenn wir das also uns bewusst vor Augen führen und mit den Freunden und vielleicht ein paar Experten oder mit der Partnerin, mit der Familie durchspricht und sagt, wann würde ich mein Leben als gelungen bezeichnen, dass ich am Gelingen angekommen bin, dann haben wir die Lösung. Ich darf im Namen, denke ich, aller Gäste sagen, mit Ihnen, lieber Herr Dr. Lerma, haben wir heute Abend unsere Zeit nicht totgeschlagen. Mit uns drei. Mit Ihnen drei. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.